stelle euch jetzt ein Programm vor, mit dem ihr komfortabel Dateien in Windows verwalten könnt. Meiner Meinung nach weist der Windows Explorer da selbst ein paar Lücken auf. Ihr navigiert also auf die Seite speedproject.de, Link in der Beschreibung. Der Downloads könnt ihr dann hier für euer Betriebssystem die richtige Version auswählen. Also ich habe hier ein XP mit 32-Bit installiert, also entscheide ich mich für die Version. Ich habe es schon mal vorbereitet und wir gehen jetzt zusammen durch die Installation. Als erstes wird die Exe-Datei entpackt, installieren. Hier geht dann die Installation weiter nach dem Entpacken. Einen Freischaltcode haben wir nicht, der würde 40 € kosten. Wir installieren jetzt hier nur die Testversion. Bestätigen mit OK. So, die Installation ist abgeschlossen. Hier lasse ich mal angehakt Speed Commander jetzt starten und schließe und warte jetzt, bis der Speed Commander ausgeführt wird. So, da ist er auch schon. Und wir haben ja jetzt erstmal die Testversion, also gehen wir einfach auf Weiter testen. So, das Erste, was natürlich auffällt, ist, dass es eine geteilte Ordneransicht ist. Also nicht wie im Explorer, dass man nur einen Ort sieht im Explorer, sondern hier gleich zwei. Also man kann jetzt zum Beispiel mal in Programme navigieren. Hier gehe ich mal auf Dokumente und Einstellungen und könnte sich jetzt halt so einfach Dateien von rechts nach links kopieren. Das ist sozusagen der Hauptvorteil gegenüber dem Windows Explorer, dass man eben nur ein Fenster auf hat und kann aber sehr komfortabel die Dateien hin und her schieben. Die konkrete Anwendung in der Praxis, die zeige ich euch dann in den nächsten Videos.